Hallo ihr Lieben! Die Leute in Mecklenburg-Vorpommern machen Woche für Woche in beinahe jeder größeren Stadt auf die unverhältnismäßigen Maßnahmen aufmerksam. Völlig zu Recht hat unsere derzeitige Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Jahr 2017 gesagt, dass Demokratie von Wahrheit lebt. Und gerade deshalb ist es umso schockierender für uns, dass ausgerechnet Manuela Schwesig verzerrte Corona-Zahlen verbreitet hat. Was ist passiert? Am 3. Dezember letzten Jahres hat sie gesagt, dass der Inzidenzwert der Geimpften bei unter 70 liegt. Und bei denen der Ungeimpften bei über 1000. Nun hat sich herausgestellt, dass bei über 50% der Neuinfizierten der Impfstatus nicht bekannt war. Und die neuinfizierten Leute, wo der Impfstatus nicht bekannt war, wurden pauschal den Ungeimpften zugerechnet. Tja, und mit diesen verzerrten Zahlen wurden dann schärfere Maßnahmen wie 2G begründet. Kommen wir zum nächsten Beispiel, wie Zahlen manipuliert werden können. Bisher war es so, dass nur positive PCR-Tests in die Corona-Statistik einfließen. Mittlerweile fallen auch Schnelltests in die Statistik. Hier stellt Markus Lanz Karl Lauterbach eine spannende Frage. Finde ich eine wichtige Frage. Seit wann gilt das, dass auch der Antigen-Schnelltest, wenn er denn positiv ist, in die Statistik als Fall, als Covid-19-Fall einfließt, obwohl er durchaus Unzuverlässigkeiten hat? Also wenn er an das Gesundheitsamt gemeldet wird, zählt natürlich auch der Antigen-Test. Es ist doch irgendwie eigenartig, dass die Zahlen immer so zurecht manipuliert werden, dass eine möglichst dramatische Virussituation dargestellt wird, aufgrund dessen neue, strengere Maßnahmen gerechtfertigt werden. Wenn ihr auch wollt, dass Demokratie von Wahrheit lebt, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Es wird nicht von alleine enden, wenn wir nichts dafür tun. Drum sag ich euch, erhebt euch jetzt, wir dürfen jetzt nicht ruhen. Doch friedlich ist der Widerstand, ohne Hass, ohne Gewalt. Wenn wir alle zusammenstehen, dann beenden wir es bald. Geh raus und steh für deine Freiheit. Es ist Zeit, dass wir uns endlich wehren. Oder willst du ein Leben in Angst und Schrecken? Wir dürfen uns nicht mehr verstecken. Wir schützen unsere Kinder, unsere Heimat, unser Land. In Souveränität stehen wir hier Hand in Hand. Wir lassen uns nicht spalten von diesen bösen Mächten. Am Ende siegen wir, denn wir sind die Gerechten.